Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem sehr spannenden Party, Leute. Wir machen jetzt als allererstes mal, weil ich habe jetzt herausgefunden, dass ich genügend Teile habe, um mir etwas herzustellen. Und zwar eine Prismenrüstung. Wir könnten uns jetzt auch noch eine Waffe herstellen, aber ich werde die Prismenrüstung machen, weil ich habe keine Ahnung, was auf uns erwartet. Und ich lege jetzt hier diese Anti-Rüstung, lege ich jetzt einmal eine auf Riddle und eine auf Fargo. Und die Prismenrüstung liste ich auf Maxi, weil ich meine, so hat er einfach einen mega guten Schutz und das sollte dann schon gehen. Zack, die ultimative Rüstung. Das ist das, was ich hören will. Also, liebe Leute, was ist denn hier los? Wir sind hier auf dem Weg zum Grande Finale. Besser. Unser Ziel ist es hier, die Drachen aufzuhalten. Die Drachenwesen, die hier vom dem Planeten selbst hier entsandt wurden, um uns die Menschen auszulöschen, die mit den Kontakt mit Lavos und im Endeffekt zu einem Antikörper dieses Planeten geworden sind, aufzuhalten. Wir haben beim letzten Mal hier alle Siegel zerstört, sind hier nun bereit, dass wir den Pfad geöffnet haben. Und jetzt ist es an der Zeit, unser Ziel zu erfüllen und endlich hier den Oberdrachen, den verschmolzenen Drachen hier zu besiegen, auch wenn ich immer noch nicht weiß, ist das jetzt der siebte Drache, also Harley, ist das jetzt der, wahrscheinlich wird es dieser riesige Drache sein, den wir auch schon gesehen haben, aber eins ist klar, das wird ein harter Fight werden. Sind wir ready? Hilfe! Aufhören! Töte mich! Willkommen! Willkommen, Menschen! Jene, welche die Qualen und Freuden der Schöpfung kennen, wissen auch um den Schmerz und die Freuden der Zerstörung. Da müssen alle, die über diese Schwelle streiten, dazu bereit sein, meine Bürde zu teilen. Los geht's, Crew. So. Und das ist Harley, oder? Also jetzt nochmal kurz checken. Habe ich irgendein Element nicht zugeteilt? Ich habe irgendein Element nicht zugeteilt. Was ist denn da mit mir los, Max? Rüstung an Schmarrn! Am besten noch ein paar unterschiedliche Elemente. Ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt hier schon mit unserem Chrono-Trigger hier rumspielen müssen. Aber ich möchte auf alles vorbereitet sein. Da haben wir alle Elemente ausgerüstet und da haben wir auch eins noch nicht ausgerüstet. Wie kann das sein, Maxi? Rüst irgendwas aus! So, macht den ultimativen. Ja, komm, Feuersäule, Feuerball, Inferno. Inferno hört sich gut an. Und dann, Leute, es ist Zeit. So unscheinbar. Und doch der größte, die größte Gefahr, die es gibt. Das ist also die wahre gefrorene Flamme. Mich lass der Affe. Wo kommt Kitty? Halt, nicht anfassen! Geht's dann gut? Du kannst mich mal. Wir Menschen lassen uns nicht noch länger von dir auf der Nase rumtanzen. Los, zeig dich verdammt nochmal! Um zu überlegen, tragen alle Lebewesen dieser Welt einen verzweifelten Kampf aus und verschlingen jene, die sie besiegt haben. Doch muss man andere Lebewesen töten, um selbst zu überleben? Muss man eine andere Welt vernichten, damit die eigene weiter bestehen kann? Die Verwundeten verletzen und quälen jene, die schwächer sind als sie selbst. Es gibt nur Mörder, Untermordete, Sünder, die verurteilt werden und die Opfer, die über das Urteil entscheiden. Welchen Sinn hat eine derartige Welt? Sinn des Lebens, hin oder her. Wir leben einfach trotzdem weiter, kapiert?
Das kein Recht, uns das zu verweigern. Ich werde diesen blauen Planeten ein für alle Mal von euch dreckigen Menschen säubern. Ladies and Gentlemen, Zeit, den ultimativen Drachen zu bekämpfen. Let's go! Die Musik. Woohoo! Treibt sie schon mal nach oben. Also, welches Element erst weiß? Okay. Au. Das langt, das langt, das langt. Das ist schon in Ordnung so. Mehr musst du nicht machen, vielen Dank. Was immer du bist für ein großes Ding, Mann. Ich weiß, dass du irgendwas versteckst. Und ich weiß, dass ich es mir schnappen werde. Denn ich bin Fago. Sehr schön. Was haben wir? Segen. Oh, Segen. Beste Fähigkeit. Übrigens freue ich mich sehr. Wir haben zwei schwarze Elemente. Was ehrlich gesagt gar nicht schlecht ist, weil das heißt, er kann nicht so viel Schaden machen. Was macht er jetzt? Oh. Okay. Wir haben Riddles Fähigkeit, dass wir alle regenerieren können. Ich hätte halt echt gerne einen Lebensbalken, was der so ungefähr Elemente hat. Das würde mich schon megamäßig interessieren. Aber ich versuche jetzt einfach mal hier schön... Also wir können mit Riddle alle Elemente regenerieren. Und solange er physische Attacken macht, ist mir das ehrlich gesagt wurscht. So, das ist alles in Ordnung. Kann er nochmal gerne nächste Runde machen. Riddle muss nicht angreifen. Einfach nur Maxi loslegen lassen. Hä? Oh. Was? Hä? Bin ich Game Over? Oh. Er ändert sein Element, der Penner. Okay, mein Gedanke war richtig, Mann, weil ich dachte mir schon... Also. Erstmal hier schön für ein grünes Feld sorgen. Entspannt erstmal Heilung raushauen. Und schön mit physischen Attacken draufhören. Ansonsten, wir merken uns den Code, den wir uns beim letzten oder vorletzten Mal hier mal aufgeschrieben haben. Oh mein Gott, wird das ein harter Fight werden, Mann. Wenn wir alle Elemente kämpfen müssen, das... Ich hab sowas fast erwartet, aber... Es macht sich unbedingt besser. Okay, Feuerball. Ja, bitte, 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 Fago, bitte, Fago, bitte, Fago. Tut mir den Gefallen, tut mir den Gefallen. Macht er was? Es wird zensiert, liebe Leute. Es ist zu brutal. Es ist zu brutal. Okay, Laubwirbel. Das ist... Ja. Sehr strange, liebe Leute. Sehr, sehr strange. Wieso setzt der so viele Elemente ein? Ich dachte ehrlich gesagt, der geht jetzt komplett so auf ein grünes Feld. Also die erste Form war jetzt ziemlich easy, weil der hat im Endeffekt nichts gemacht. Und wie gesagt, Maxi crittet dann von mir jedem Schlag, also bastischer. Was ist schon alles gut? Was ist schon alles sehr gut? Ja, ja, voll in Ordnung. Aber macht er mit irgendwo mein Element Schwersphäre? Ja, komm! Optimal. Kannst du mal aufhören? Danke. Also, dann machen wir jetzt das erstmal hier unseren schönen Dämpfer. Die Fallen heben wir uns auch mal auf. Weil wer weiß, ob wir sie noch weise nutzen können. Aber jetzt erstmal normal draufhauen. Auch Fago, sehr schöner Damage. Es wäre noch eine Überlegung wert gewesen, dass wir für Fago die bessere Waffe machen. Aber ich glaube, es war gut entscheiden, dass wir für Maxi hier die bessere Rüstung machen. So, okay, nächste Farbe, nächste Form. Also am Schluss wird die schwarze Form werden. Die wird echt übel werden. So, okay, das ist der Feuerdrache. Kennen wir. Maxi bekommen. Warte, der ist so broken, Mann. Das ist so schön. Oh ja, ich habe ihm nämlich das Pendragon-Siegel ausgerüstet. Und
Ich mache halt jetzt immer, ich glaube, von dem Element, also ich hab das ja irgendwann mal getestet. Sehr schön, Fahrgehalt, Bonusleben, sehr gut. Halte ich ja dann eben das Element, also mit dem ich im Endeffekt Schaden zufügen kann. Und das war, seht ihr, war jetzt halt sehr sinnvoll gerade. So, Winddiskus macht nicht so viel Schaden. Ist so wurscht, komm. Eislanze, ja, optimal. Ich weiß nicht, hat der Typ keinen Bock mehr? Ich meine, okay, Eislanze ist jetzt ein bisschen schwerer, ne, Sonnenschwer. Ne. Anstatt dass er halt jetzt komplett nur rote Elemente macht. Ihr seht, das mache ich Feuerattacken, jetzt mache ich nochmal ganz viel Schaden, aber am Anfang immer der erste Move ist halt mega. So, gleich nächste Phase. Haben wir uns hier wunderbar mit unserer Eisattacke hier gecarried. Und ihr seht, jetzt werden wir, weil wir bekommen immer am Anfang das Element ab. Ist ja mega geil. So, jetzt kriegen wir nämlich, okay, diesmal klappt es leider nicht. Sonst hat es immer geklappt. Na egal, machen wir Feuerschaden, ist auch in Ordnung. 114 passt. So, ich muss Riddle angreifen lassen, um mir Element hochzuhauen. Jetzt hat es zwei grüne Felder, jetzt müssen wir gerade aufpassen. Ich könnte mir ja zwar nicht so auf meine Gruppenheilung verlassen, aber geht immer noch. So, Tornado, wir müssen unbedingt ein gelbes Feld erzeugen. Blaues, komm, auch mal. Passt. Ja, komm, mach den Schaden. 100. War jetzt ein bisschen mehr, als ich erwartet habe. Jetzt müssen wir ein bisschen auf Risiko gehen, aber wir machen erstmal die Gruppenmeinung. Und dann hoffe ich, dass Riddle drankommt. Genau, sehr schön. Und zwar die Arznei. Ja, mach's auf Frage von mir, es passt schon. So, langsam kommen wir also in die kritische Phase. War ja irgendwann mal klar. So, jetzt machen wir nämlich grünen Schaden. Das sollte jetzt leider nicht. Ja, doch, macht immer noch gut Schaden. Passt. So, bitte nächste Phase. Bin jetzt so richtig happy über diese Phase. So, reduzieren wir. Seine schwarze Kraft. Seine Magiekraft ist immer gut. Und okay, wir haben grün. Das heißt, wir haben noch schwarz und blau. Oh ja, physische Attacken. Danke, 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 danke. Okay, jetzt greift er natürlich auch wieder öfters an. Weil am Anfang hat er ja nur einmal angegriffen, jetzt greift er wieder sechsmal an. Zweimal, dreimal. Okay, ich dachte, er greift sechsmal an, weil das machen die Gegner gerne. So. Keine Sorge, mir geht's gut. Riddle ist so broke, Mann. Und wie gesagt, wir haben ja noch ihre Fähigkeit, dass wir nochmal alle Sachen nochmal wiederherstellen können. Also, das sieht gut aus. So, nächste Phase. Also, ich tippe mal, schwarz kommt als letztes. Läuft aber. Läuft sehr gut. Wir sind ja auch mega gut ausgerüstet. Wie gesagt, alle Elemente, alles haben wir. Soll schon schaffbar sein. Also. Gut, jetzt haben wir mit Maxi. Okay, grün. Warte mal. Ah, nee, er hat keine Punkte. Verdammt. So, dann wieder. Zeitverschlinger. Auch ein cooler Name. Aber. Ich überlege gerade, in Chrono Trigger gab es ein Remake, ja? Oh, also Remake ist übertrieben. Eine Version eben auf dem DS und da gab es einen Psycho-Boss, wo man gegen den Time Devourer kämpfen musste. Und das war ja nur eine alternative Form von Lavos. Habe jetzt irgendwas missverstanden und ist das Lavos? Aber das kann eigentlich gar nicht sein, weil. Oh, habe ich meine Gewaltgruppenheilung hier schon aufgebracht? Schade. Dann machen wir hier mit ihr Gruppenheilung. Wir haben noch genügend Elemente. Und. Eigentlich ist er im Endeffekt geboren, um Lavos zu zerstören. Deswegen macht das jetzt eigentlich nicht so viel Sinn. Aber egal. Trotzdem, Time Devourer ist ein Zeitenverschlinger oder Time Devourer ist ein cooler Name. So, Omega. Ja, okay. Gut, 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 gut. So, zum Glück nur zwei blaue Felder. Aber komplett ein blaues Feld hätte es sehr wehgetan. Ja. Hast du wieder keine Lust? Okay, sehr schön. Nächste Phase, Leute! Was kommt? Wenn jetzt blau war, dann kommt jetzt auf jeden Fall schwarz.
So. Alter. Willst du mich verarschen, Max? Was ist denn auf einmal los? Hast keine Lust mehr. Du sollst treffen, Junge. Das wird jetzt nämlich eine kritische Phase. Freifall. Ich hätte mir halt gewünscht, dass er solche Attacken jetzt auf Riddle macht. Weil Freifall ist eine starke Attacke. Nein. Maxi, rankommen lassen. Okay. Einfach nur weiter mit... Oder warte mal, wir machen es anders. So, wir haben doch hier einen Balsam, oder? Genau. Haben alle ein bisschen Leben verloren und Balsam halt eh nicht so viel. So, sehr gut. Dann haben wir immer schon mal ein schwarzes Feld hier rausgekegelt und Maxi kann jetzt angreifen. Und bitte jetzt treffen, das war gerade echt nicht lustig. Sehr gut. Nice Damage, liebe Leute. Okay, er wechselt nochmal, fängt das nochmal von vorne an, weil der hat hier echt viel Leben, Mann. Ich weiß nicht, wir werden schon 10.000 mehr mit dem Schaub gezogen haben. Mann. Oh, und wir sind wieder am Anfang. Also ist er jetzt wieder weiß. Hätte mir jetzt noch eine schwarze Attacke mitgegeben, dann hätte ich jetzt schwarzen Damage, dann würde ich ihn vernichten, aber passt schon. So, in dieser Phase müssen wir gar nicht mal so viel Angst haben. Frage ist nur, sollen wir... Komm, wisst ihr, ich gehe jetzt auf hier wirklich easy peasy. Und für den Fall der Fälle, dass er Ultranova aktiviert, glaube ich es mir. Ich weiß jetzt nicht, ob es einsetzt, aber hey. Hauptsache wir haben es und dann einfach mit Maxi nächste Runde dann Attacken raushauen. Ich meine, hat bis jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig schlimme Attacken rausgehauen, deswegen haben wir auch noch nicht so große Probleme. Aber komm, sehen wir eigentlich, ob der down geht? Nicht, oder? So. Autschi, Pauchi. Aber nicht schlimm. Und weiter drauf an. Leute, es läuft. Ich glaube, wir schaffen das, Mann. Das wäre echt geil. Wie gesagt, wir sind mega gut ausgerüstet. Aber das könnte schon laufen. Auch wenn ich ihn irgendwie sehr selten gerade treffe. Ultranova. Jetzt hätte ich es gehandelt, Leute. Naja, aber es war ja klar, Mann. Weiß es immer klar, dass er sowas macht. Ich denke mal, das könnte jetzt langsam mal seine finale Phase werden, oder? Komm! Yo! Yo! Verdammte Reptilien, Genos! Ich habe euch vor 65 Millionen Jahren platt gemacht und ich mache jetzt plötzlich mal nur 5000 Jahre platt. Mir wurscht, aus welcher Zeit ihr kommt. Bye, Draggy! Also, ist einfach aufgelöst? Ich dachte, es kommt der Cutscene, Mann. Seltsame Blende. Leute, seltsame Blende. Okay, 48 Stern und dann wird es eine fette Cutscene haben. Ich werde wahrlich wieder wachen. Auch als das ist Schicksal. Dieses Ding, dieser Drachengott, existiert nur teilweise. Der echte Drachengott nutzt diese Form, um vorübergehend in diese Dimension Gestalt anzunehmen. Der echte Drachengott wurde vor langer Zeit verschlungen, aufgezehrt von jedem Wesen, auf der anderen Seite der dimensionalen Finsternis. Lavos. Die gefrorene Flamme ist ein Splitter des außerirdischen Wesens Lavos. Wer Kontakt mit der gefrorenen Flamme hat, tritt tatsächlich mit Lavos in Verbindung. Als Mittler zwischen Lavos und allen Lebenden werden diese Personen unglaubliche Kräfte zuteilen, wie auch wir. Dafür ist an diese neue Saat der Zerstörung gebunden, den Zeitverschlinger. Ich dachte, das wäre jetzt hier der Zeitverschlinger. Was zum Henker ist ein Zeitverschlinger? Begib dich nun an den Ort, an dem die sich aufteilte, und webe ihre Stränge wieder zusammen. Chrono Trigger. Der Zeitverschlinger ist eine neue Lebensform, geboren aus der Verschmelzung einer Lebensform von diesem Planeten und Lavos, der auf der anderen Seite der dimensionalen Kluft weilt. In einer fernen Zukunft, wenn die Verschmelzung abgeschlossen ist, wird er erwachen. Dann wird der Zeitverschlinger damit beginnen, alle Raumzeitkontinuen zu verzehren. Verzweiflung und Hass. Alles wird zu nichts. Das ist sein Wunsch. Hier, nimm das hier mit. Maxi erhält Zeitei. Das Zeitei macht es dir möglich, über die Raumzeit hinauszureisen. Die Welt liegt in deinen Händen.
Geh, lass das gefangene Leben frei. Was zum Teufel geht denn jetzt hier ab? Ihr Bote stößt gleich ein. Das ist also die Finale, die wahre Form des Terraturms. Wir sind doch alle gleich, wenn es darauf ankommt. Wir wollen alle immer noch größer, stärker und noch besser sein. Wir haben es bis hierhin geschafft. Jetzt müssen wir nur noch den Cypher-Schlinger besiegen. Wenn es uns gelingt, den Cypher-Schlinger von diesem Planeten zu fegen, ist die ganze Sache vorbei. Und dann wird hoffentlich alles wieder normal. Das glaube ich kaum. Es wird nie irgendwas wieder so, wie es mal war. Das Schicksal, Fatum, ist tot. Von jetzt an müssen wir Menschen selber entscheiden, welchen Weg wir im Leben einschlagen. Oder umdrehen, die Verantwortung dafür übernehmen. Außerdem wird es höchste Zeit, dass wir aufhören, uns gegenseitig weh zu tun und umzubringen. Es muss doch zu schaffen sein, dass wir unsere Streitigkeiten ein für alle Mal beilegen. Hör mal, was wir jetzt machen, ist echt wichtig. Dabei geht es in Wirklichkeit überhaupt nicht darum, ob wir diesen Miskel besiegen oder nicht. Ich habe das ungute Gefühl, wenn wir das jetzt verbocken, könnten wir eine ganze, ganz wertvolle Chance verpassen. Deshalb müssen wir uns genau überlegen, wie wir diesen Kampf angehen. Und wo ist denn der echte Cypher-Schlinger? Ich tippe mal, dass wir an diesen einen Strand müssen, wenn wir das herausfinden wollen. Da hat alles angefangen. Dann stehen die Chancen echt nicht schlecht, dass da auch alles sein Ende nimmt. Und dort, wo es angefangen hat, endet es auch. Terraturm, letzte Form. Muss ich vor dem Ding noch irgendwie Angst haben, Mann? Das sah jetzt für mich ehrlich gesagt mehr danach aus, als würde das Ding hier nochmal komplett erwachen. Also, wir haben den Drachen bezwungen. Der Drache, der in Kontakt mit Lavos getreten ist. Daraufhin hieß es jetzt, wir müssen den Zeitverschlinger, also Lavos, besiegen. Lavos ist in diesem Fall ganz eindeutig unser Hauptantagonist. Das ist, habe ich ja schon lange vermutet und es ist jetzt auch so. Die Frage ist jetzt, wenn wir Lavos... Also Lavos ist mit einer Person auf der Erde hier verschmolzen. Ich habe Chrono Trigger das Remake nicht gespielt. Also das DS-Version nicht gespielt. Ich weiß, dass es da eine Time Devourer Form von ihm gibt. Aber ich habe halt keine Ahnung, wie das genau läuft. Eins ist sicher, liebe Leute. So oder so wird es beim nächsten Mal enden. Alles. Der Kampf, unser Kampf, der Weg, die Reise, die wir beschritten haben. Dort, wo es angefangen hat, endet es auch. Und Leute, beim nächsten Mal. Und ich sage euch mal, ich weiß, was wir tun müssen. Wir müssen hier das Chrono Cross aktivieren, das kürzeste Zeit. Und dafür brauchen wir diesen blöden Code. Und deswegen, denke ich, müssen wir dafür diese Elemente aktivieren. Und bevor wir dieses nahezu unmögliche Unterfangen starten, machen wir einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht es dann weiter. Beziehungsweise es geht los mit dem Grande Finale von Let's Play Chrono Cross. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.